أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Heute wollen wir uns ein bisschen um das Thema Was ist überhaupt die Risale Nur und wer ist ihr Verfasser kümmern, in einem zweiten Schritt. Beginnen wollen wir damit mit einer etwas allgemeineren Erläuterung über den Verfasser und über die Risale Nur selber. Und zwar im Buch Said Nursi, sein Leben und Werk, so auf Seite 860. Unter dem Abschnitt, wer ist die Risale Nur und wer ist Bediüzzaman. Dort steht, die höchsten Diener des Glaubens, deren Ankunft zu Beginn eines jeden Jahrhunderts in einem Hadith verkündet werden, sind nicht dessen Subjekt, sondern dessen gelebter Ausdruck. Das heißt, sie produzieren nicht von sich aus irgendetwas Neues und erfinden keine neuen Grundsätze. Sie stärken und befestigen vielmehr die Religion, indem sie ihren Grundsätzen und Grundpfeilern der Religion und der Tradition des Propheten mit dem Friede und Segen sei folgen, das Wahre und Wesentliche des Glaubens aufzeigen, alles andere, was sich mit der Religion vermischt hatte, für null und nichtig erklären, alle Angriffe gegen den Glauben abwehren und zurückweisen, dem Auftrag ihres Herrn erneut wieder Geltung verschaffen und die Ehre und Erhabenheit der göttlichen Gebote durch ihr Leben aufzeigen und verkündigen. Ohne die essentiellen Grundlagen zu zerstören oder den ursprünglichen Geist zu verletzen, erfüllen sie ihren Auftrag allein durch neue Methoden der Überzeugung, so wie sie dem Verständnis der jeweiligen Zeit entsprechen, durch eine zeitgemäße Art und Weise, die Menschen anzusprechen, sowie durch neue, detaillierte Erklärungen. Dabei kann zum Beispiel auch so eine Frage aufkommen, und zwar, wie kann Bediüzzaman Said Nursi dann die Verse des Koran nehmen und auf verschiedene Zeiten einteilen? Also wie kann er einen Vers des Koran nehmen, der zum Beispiel im 6. Jahrhundert herabgesandt wurde, und auf diese Zeit übertragen, wenn der Vers denn auf die Zeit bestimmt war eigentlich? Dazu sagt er im Buch Strahlen, im 11. Strahl, auf Seite 479, unter der Anmerkung, jeder Vers kann auf verschiedenen Ebenen gedeutet werden und jede dieser Ebenen ist allumfassend und in jedem Jahrhundert gibt es Einzelne, die von ihnen betroffen sind. In unserer Abhandlung hier geht es um die Ebene der hinweisenden Bedeutungen für dieses Jahrhundert. So gibt es auch für unser Jahrhundert unter allen Bedeutungen ein Beispiel. Aber es hat dadurch eine besondere Bedeutung erlangt, dass es jene Jahreszahl direkt anspricht. Das heißt, jeder Vers, der zu Zeiten des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam herabgesandt wurde, auch auf die Jahrhunderte, die nach ihm gekommen sind, anspricht. Dass der Koran nicht nur auf die Bevölkerung ausgelegt ist, die zu Zeiten der Tora oder zu Zeiten der Bibel, dass sie nur für die Leute bestimmt ist, die zur Zeit an dem Ort vorherrschend waren. Dass der Koran wirklich vom Zeitpunkt Mohammed sallallahu alaihi wasallam bis zum Ende der Welt dann vorherrschend ist. Und um das zu gewährleisten, muss jeder Vers, der in dem Koran drinsteckt, in jedem Jahrhundert seine Auslegungen und seine Bedeutungen haben. Und um diese Bedeutungen hervorbringen zu können, schickt ihm Allah, wie Bediüzzaman Said Nursi in dem Hadith vorher erläutert hat, ein Subjekt, also eine Person, die dann damit beauftragt ist, diese Bedeutungen aus den Versen herauszubringen. Und diese Person, dieser Beauftragte ist in diesem Jahrhundert nun mal Bediüzzaman Said Nursi mit seinen Büchern, den Risale Nur Gesamtwerk. Das heißt, die Besonderheit der Risale Nur ist, dass sie, wie hier gesagt wird, durch neue Methoden der Überzeugung die Menschen anspricht. Das heißt, dass sie den Bedürfnissen der Menschen dieser Zeit entgegenkommen. Einige dieser Bedürfnisse und wie die Risale Nur darauf reagiert, schreibt Bediüzzaman Said Nursi im selben Buch auf Seite 977. Und zwar unter dem Abschnitt, was ist die Risale Nur und welcher Art sind ihre Erläuterungen? In dem Gesamtwerk der Risale Nur werden die für jeden Menschen bedeutendsten Fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, welche Aufgabe habe ich, von wo kommt alles Sein und wohin geht es, worin besteht es und welches ist die Wahrheit? Beantwortet, erläutert und bewiesen und andere Fragen dieser Art in einer der Wahrheit des Koran entsprechenden Weise mit wissenschaftlicher Überzeugungskraft, offen und mit absoluter Sicherheit, schön und faszinierend in Stil und Ausdrucksweise beantwortet und erklärt, der Geist erleuchtet, der Verstand zufriedengestellt. Des Weiteren sagt er auch,
Was für ein Kommentar ist die Risale Nur? Dort sagt Said Nursi, es gibt zwei verschiedene Arten Kommentare. Die erste, die bekannte Art Tafsir, also Kommentar. Die Ausdrücke, Wörter und Sätze im Koran werden erklärt, erläutert oder bewiesen. Die zweite Art Tafsir aber ist die. Die Glaubensweisheiten im Koran werden mit unumstößlichen Beweisen erklärt, erläutert und bewiesen. Diese Art Tafsir gab es auch schon früher. Die Besonderheit der Risale Nur ist eben aber, wie auf Seite 68 gesagt wurde, dass sie mit neuen Methoden und einer solchen Überzeugungskraft darlegt, wie sie zu dieser Zeit auch passen, also mit wissenschaftlichen Beweisen beweist. Diese Art hat eine ganz andere, ganz besondere Bedeutung. Die oben angeführte, bekannte erste Art Tafsir fügt nur manchmal ganz kurz eine Erklärung bei. Doch die Risale Nur hat sich die zweite Art von Grund auf zum Prinzip gemacht und ist so in beispielloser Weise ein geistlicher Tafsir, der selbst auch noch verbohrte Philosophen zum Schweigen bringt. Die Risale Nur ist ein Gesamtwerk, das in seiner Denkweise frei ist von persönlichen Betrachtungen, wodurch der Koran, der unser heiliges Buch ist, in jedem Jahrhundert Millionen Menschen seine Wahrheiten auf eine objektive und vernünftige Weise erklärt und so der Menschheit zum Nutzen dient. Die Risale Nur, ein leuchtender Tafsir zu den Ayat des Koran, von allem Anfang an ein Beweis für die Wahrheiten des Glaubens und der Einheit Gottes, dem Verständnis einer jeden Volksschicht entsprechend angelegt, zieht auch die Naturwissenschaft mit in Betracht, überzeugt selbst Zweifler noch, deren Einflüsterin zum Trotz, spricht alle Menschen an, von den einfachen, ungebildeten bis zu den hochgebildeten und Gelehrten und nötigt selbst noch verbohrte Philosophen dazu, sie anzunehmen. Die Risale Nur, ein lichterfülltes Gesamtwerk, 130 einzelne Schriften, in Form kleinerer und größerer Abhandlungen, gibt auf die Bedürfnisse des Jahrhunderts eine vollständige Antwort. Die Bedürfnisse des Jahrhunderts, wie auf der Seite vorher gesagt wurde, nun mal die Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich und so weiter. Herz und Verstand stellt es zufrieden, nicht eine wörtliche, sondern eine sinngemäße Auslegung des ehrenwerten Koran. Liefert die Beweise, alles, was unverständlich war, wird verständlich. Vom kleinsten Stäubchen bis hin zu der großen Sonne eine Leiter des Glaubens. Die göttliche Allgegenwart, die Wahrheit über das Prophetentum. Hier wird jetzt darauf angesprochen, dass alles, was unverständlich war, jetzt mit der Risale Nur verständlich wird. Ein Beispiel dafür beantwortet mir dieser Mann Said Nursi im Buch Briefe, und zwar im Lichte einer Frage auf Seite 698. Und zwar sagt er dort, dieses Geheimnis der Gnade wurde ehedem als Geheimsache aufgezeichnet. Sie wurde am Ende des 10. Wortes angefügt, doch die meisten Schreiber haben sie, aus welchen Gründen auch immer, abzuschreiben vergessen. Hier wäre eigentlich der rechte und geeignete Platz dafür gewesen. Der Artikel blieb aber den Schreibern verborgen. Man hat mir folgende Frage gestellt. Warum geht von den Worten, also dem Risale Nur Gesamtwerk, die du über den Koran geschrieben hast, eine solche Kraft, ein solcher Einfluss aus, wie sie sich in den Worten anderer Theologen und Kommentatoren nur selten findet. Manchmal geht von einer Zeile so viel Kraft aus wie von einer ganzen Seite, von einer Seite so viel Einfluss wie von einem ganzen Buch. Das ist jetzt die Frage, wieso die Kommentare und die Erläuterungen der Theologen von früherer Zeit nicht dieselbe Wirkung und denselben Einfluss auf die Menschen haben wie die von vorher. Es gab ja früher auch sehr hohe Gelehrte, die auch Kommentare und Erläuterungen des Koran geschrieben haben. Als Antwort sagt mir dieser Mann Said Nursi, weil die Ehre dem Wunder des Koran gebührt und nicht mir zukommt, antworte ich ohne zu zögern, bei den meisten Abschnitten ist das so. Denn die Sözler, also die Worte, so wie sie niedergeschrieben wurden, basieren nicht auf einer Theorie, sondern auf einer Überzeugung, nicht auf einer Anhängerschaft, sondern auf einem Glauben, nicht auf wissenschaftliche Erkenntnis, sondern auf eigenen Zeugnissen, nicht auf blinder Gefolgschaft, sondern auf Überprüfung, nicht auf Parteilichkeit, sondern auf Anteilnahme, nicht auf mystischer Schau, sondern auf der Wahrnehmung der Realitäten. Die sind keine Lehre, sondern das Zeugnis für eine Lehre. Das heißt, Bediüzzaman Said Nursi hat diese Wahrheit nicht einfach wahrgenommen und erkannt und niedergeschrieben,
sondern er hat sie auch in sich wirklich gelebt. Das ist, sagt er unter anderem, der Grund, warum die Risale nur einen so großen Einfluss auf den Menschen selber haben. Des Weiteren sagt er, das Geheimnis dieser Weisheit ist folgendes. In alter Zeit wurden die Glaubensgrundsätze noch gehütet und ihre Gefolgschaft war stark. Die Aussagen der Wissenschaftler und ihre Erkenntnisse, mochten sie nun auch im Einzelnen unbewiesen bleiben, wurden angenommen und das genügte. Aber in dieser unserer Zeit, da die Irrlehre der Naturwissenschaften ihre Hand nach den Glaubensgrundsätzen und den Pfeilern des Islam ausgestreckt, hat der barmherzige König und der Herr in seiner Majestät, der ein Heilmittel für jede Krankheit geschenkt hat, meinen Schriften im Dienste des Koran einen Strahl von Gleichnissen als das offensichtlich glänzendste Wunder des ehrwürdigen Koran geschenkt, mir in meiner Hilflosigkeit und Schwäche, Armut und Bedürftigkeit eine Barmherzigkeit zu sein. Aber dank sei Gott, mit Hilfe des Fernglases der tiefen Weisheit, die in den Gleichnissen liegt, wurden die höchsten Wahrheiten ganz nahe gebracht. Ja, unter dem vereinigenden Gesichtspunkt dieser tiefen Weisheit, die in den Gleichnissen liegt, werden auch noch die fernliegendsten Dinge gesammelt. Ja, mit Hilfe der Leiter dieser tiefen Weisheit, die in den Gleichnissen liegt, kann man auch noch die höchsten Wahrheiten ganz leicht erreichen. Ja, durch das Fenster dieser tiefen Weisheit, durch das man die verborgenen Wahrheiten betrachtet, werden die Glaubensgrundsätze zum Islam zu einer Glaubensgewissheit fester als Zeugnisse. Gleich wie sich mein Verstand, meine Fantasie, meine Vorstellungskraft und meine Seele mit all ihren Neigungen ergeben mussten, so musste auch der Teufel die Waffen strecken und sich gleichfalls ergeben. Das sozusagen als Anmerkung zu dem Punkt, dass die Risale nun alles, was unverständlich war, als verständlich erklärt und auch beweist. Des Weiteren sagt Bediüzzaman-Said-Nursi über die Risale nur, liefert die Beweise von der Erde über die Schichten des Himmels, Themen über die Engel und den Geist, die Wahrheit über die Zeit, über die Tatsache der Auferstehung und des Jenseits, die Existenz von Himmel und Hölle, das wahre Wesen des Todes, von der ewigen Glückseligkeit bis hin zur Quelle aller Qualen. Alle Fragen über den Glauben, die der Verstand gestellt hat oder noch stellen wird, werden mit unumstößlichen Beweisen verstandesgemäß, logisch und wissenschaftlich bewiesen. Förderung der positiven Wissenschaften, ein Wunderwerk und Verstand überzeugender Beweise, ein Wunderwerk, Herz und Verstand überzeugender Beweise, die absolut sicher sind, welches die Sorge aufhebt und noch zuverlässiger ist als mathematische Problemstellungen. Die Arbeit an den Werken, die nicht den Buchhändlern in die Hände gegeben werden und nur in kleiner Anzahl gedruckt werden, geschieht nicht um eines geschäftlichen Zieles oder Zweckes willen, und der dabei erzielte Gewinn dient wiederum dem Druck der noch verbliebenen Werke. Das ist soweit erst einmal, was für ein Kommentar die Risale Nur ist und was sie beweist und was sozusagen ihre Aufgabe ist. Jetzt noch ein Beispiel dafür, wieso vor allem die Jugendlichen, also wie wir zum Beispiel, auf die Risale Nur angewiesen sind. Warum wir sie in dieser Zeit unbedingt benötigen, um unser Leben in vollen Zügen genießen zu können. Diese Frage beantwortet Said Nursi im Buch Worte, und zwar seit 261 im 13. Wort. Dort sagt er, Anmerkung zum zweiten Kapitel des 13. Wortes als einer der Vergleiche aus der Risale Nur. Bismihi Subhanahu, im Namen Gottes des Hochgelobten. Der wahre Trost aus der Risale Nur ist für die Gefangenen unbedingt notwendig. Insbesondere brauchen diejenigen, die der Schlag des Schicksals wegen ihres jugendlichen Leichtsinnes getroffen hat, und die nun den Lenz ihres Lebens im Gefängnis verbringen, die Lichter so sehr wie das Brot. Die Lichter sind hier sozusagen die Risale Nur Gesamtwerke, also die Bücher, die Briefe oder Worte. Das junge Blut hört in der Tat mehr auf seine Gefühle als auf den Verstand. Doch Wünsche und Gefühle sind blind. Sie sehen die Folgen nicht. Ihre Vorliebe gilt dem Dirham, voll Lust im Hier und Jetzt, nicht dem Batman, also Dirham und Batman sind verschiedene Gewichtseinheiten. Dirham sind hier ungefähr 3 Gramm und Batman sind 8 Kilogramm. Also ich wiederhole den Satz nochmal. Ihre Vorliebe gilt dem Dirham, also den 3 Gramm voll Lust im Hier und Jetzt, nicht dem Batman, also den 8 Kilogramm voll Lust im Dort und Danach. Sie töten voll Lust in einer Minute der Rache und erleiden sodann 80.000 Stunden Gefangenschaft.
und im Rausch einer Stunde zerstören Ausschweifungen dort, wo es um die Ehre geht, mit tausenden von Tagen im Gefängnis, mit Kummer und Sorgen und der Angst vor den Feinden das Glück seines Lebens. Des Weiteren sagt er, wenn ein junger Mann nur eine einzige von 24 Stunden seines Lebens täglich im Gefängnis für das fünfmalige Gebet aufwendet, und wenn er, da das Gefängnis ihn sehr häufig daran erinnert zu sündigen, auch den Fehler bereut, der ihn in dieses Unglück gestürzt hat, und sich von den übrigen Sünden zurückhält, die ihm Schaden und das Leiden bringen, wird er daraus einen großen Nutzen, sowohl für sein Leben, als auch für seine Zukunft, als auch für sein Land, als auch für sein Volk, als auch für seine Familie ziehen und sich in diesen 10, 15 vergänglichen Jahren seines jungen Lebens eine ewige strahlende Jugendzeit verdienen, so wie uns das vor allem der Koran, ein Wunder der Verkündigung, und alle die heiligen Bücher und Offenbarungsschriften zuverlässig berichten und verkündigen. Dankt er für seine Jugendzeit dieses schöne Gnadengeschenk in Geradlinigkeit und in Gehorsam, wird er durch sie in der Tat wachsen und reifen, sie wird ihm für die Dauer und zur Freude sein. Anderenfalls wird sie ihm sowohl Unglück bringen, als auch in Schmerzen, Leiden und Albträumen, die sie ihm verursacht, vergehen. Sie wird ihm zu einer Sache, zu einem Haderlumpen werden, der sowohl seinen Verwandten als auch seinem Volk und Land Schaden bringt. Wie die Risale-i-Nur das macht, erläutert wie dieser Masail-i-Nur in einem der Bücher, und zwar sagte dort, die Risale-i-Nur platziert sozusagen in jedem Herzen einen kleinen Wächter, der den Menschen darauf aufmerksam macht, wenn er eben Fehler begehen möchte, die die komplette Gesellschaft beeinflussen. Er sagt zum Beispiel, wenn ein junger Mann zum Beispiel die Rechte eines anderen verletzen möchte, warnt dieser Wächter in seinem Herzen ihm, dass es noch die Hölle gibt, dass er für diese Taten ihm seine Strafe in der Hölle büßen wird. Dafür, dass er dann diese Genugtuung hat für diese paar Minuten, dadurch, dass er das Recht des anderen übergangen hat, muss er dann diese Strafe für unendliche Jahre in der Hölle dann bezahlen. Und eben genau dieser Wächter im Herzen dieses Jugendlichen sorgt dafür, dass der Jugendliche dann wieder zu Sinnen kommt und merkt, dass es sich gar nicht lohnt. Dass es auch wirklich einen gerechten Allah gibt, einen gerechten Gott gibt, der ihm dann das Recht, das er an den Gegenüber verloren hat, auch wieder zurückgibt. Falls sonst soweit keine Fragen mehr waren, war es das dann oder etwas anzumerken? سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة